Raus aus dem Tal, reiße die Mauern ein und verlasse deinen Trott. Du wirst dich fragen, wie geht das? Ganz einfach, wenn du folgende drei Tipps berücksichtigst. Erster Tipp ist, überprüfe deine Glaubenssätze. Habe ich doch noch nie gemacht. Wird das überhaupt gehen? Was sagen denn die anderen dazu, wenn ich es mal anders mache? Und bin ich überhaupt damit erfolgreich, wenn ich was, was gut läuft, auch nicht mehr weiterhin so mache? Zweiter Tipp. Nimm dir mal einfach drei Dinge vor, die du ändern willst und mach's einfach. Überleg nicht lange. Was wolltest du schon immer mal tun? Mach's jetzt und fang an. Dritter Punkt ist die Reizüberflutung. Immer online. Immer erreichbar. Wir haben gar keine Zeit, neue Eindrücke oder Neues aufzunehmen, wo wir bestimmt das zulassen, was für uns interessant ist. Deshalb schalte doch dreimal am Tag dein Handy für 20 Minuten aus. Und schau mal, was dann passiert, dass du nicht mehr der Sklave deines Handys wirst, sondern Zeit hast, nachzudenken, Dinge wahrzunehmen, die du vielleicht sonst noch gar nicht mehr gesehen hättest oder auf die auf dich Einfluss haben. Also sei mutig, probier es aus und dann wirst du sehen, es geht sehr, sehr einfach und es ist bergisch gut, deinen Trott zu verlassen.